Sehr geehrte Damen und Herren in nah und fern. Herzlich willkommen zur nunmehr schon fünften Ausgabe unserer Reihe Buch trifft Hirn, zu der das Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs Cortices bis auf Weiteres jeden zweiten Monat zur Zoom-Sitzung bittet, stets mit dem Vortrag eines aktuellen Buchautors aus Wissenschaft oder Philosophie und mit anschließender Diskussion und in Kooperation mit der Giordano-Bruno-Stiftung für Aufklärung und Humanismus, deren Vorstandssprecher Michael Schmidt-Salomon ich heute unter den Teilnehmern auch herzlich begrüßen kann. Wir haben heute keinen Hirnforscher und keinen Biologen zu Gast, auch keinen Philosophen, sondern einen erfahrenen und renommierten Psychologen, der aber vielfältige Bezüge sowohl in die Natur als auch in die Geisteswissenschaften herstellen kann. Ich begrüße in unserer heutigen Sitzung ganz herzlich Herrn Professor Wolfgang Prinz und füge sogleich einige biografische Informationen an. Nach Studium der Psychologie, Philosophie und Zoologie und dem Psychologie-Diplom in Münster war Wolfgang Prinz Assistent am Lehrstuhl für Kognitionspsychologie am Psychologischen Institut der Ruhr-Universität Bochum, wo er auch promoviert wurde. Von 1975 bis 1990, also immerhin 15 Jahre lang, war er ordentlicher Professor für Psychologie an der Universität Bielefeld, bevor er dann nach München wechselte, und zwar als Direktor am dortigen Max-Planck-Institut für psychologische Forschung und zugleich als Lehrstuhlinhaber für allgemeine Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Von 2004 schließlich bis zu seiner Emeritierung 2010 war er dann Direktor am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, in dem das Münchner Max-Planck-Institut aufgegangen war. In der vielstimmigen Debatte um die menschliche Willensfreiheit bezog Wolfgang Prinz schon vor vielen Jahren eine markante Position, die auf einem sozialkonstruktivistischen Zugang beruht und die gegenseitige verhaltensrelevante Zuschreibung in menschlichen Gemeinschaften betont. Wir hatten 2004 in Nürnberg auch ein Symposium zum Thema Willensfreiheit organisiert, aus dem ein Buch hervorging, das Rainer Rosenzweig und ich herausgegeben haben, damals im Mentis Verlag mit dem Titel Freier Wille, frommer Wunsch, in dem diese Position von Herrn Prinz auch dokumentiert ist. Vielleicht haben wir einige alte Fans heute unter uns, die sich daran erinnern. Das aktuelle Buch von Herrn Prinz heißt schlicht Bewusstsein erklären und ist als Suhrkamp-Taschenbuch STW Nummer 2359, 2359 im August 2021 erschienen. Auch der heutige Vortrag von Herrn Prinz trägt denselben Titel, Bewusstsein erklären, wird jedoch nicht einfach das Buch zusammenfassen, sondern eigenständig der Frage nachgehen, wie die Erklärung des Bewusstseins zwischen Natur und Kultur zu verorten ist und welche Rolle die Selbstrepräsentation dabei spielt. Ja, für dieses spannende Thema übergebe ich nun an Professor Wolfgang Prinz. Ja, vielen Dank. Herr Fink, vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle und ich hoffe, dass ich Ihnen etwas anbieten kann, das Ihren Erwartungen einigermaßen entspricht. Ich werde nicht so sehr viel, das hat Herr Fink ja schon angedeutet, über das Gehirn reden, obwohl das Gehirn ja im Titel dieser Vortragsserie eine prominente Rolle spielt. Und ich werde auch nicht über das Buch selbst reden, auch das hat Herr Fink ja schon angedeutet, sondern ich werde die Frage diskutieren, Bewusstsein erklären, wie geht das? Bewusstsein erklären, wie geht das? Das ist die Frage, die ich in diesem Vortrag diskutieren möchte. Und es wird hinauslaufen auf eine Sammlung von Bausteinen für eine Erklärung von Bewusstsein. Es wird nicht hinauslaufen auf eine in sich geschlossene Theorie. Also Sie dürfen nicht erwarten, dass am Ende des Vortrags Sie nach Hause gehen mit einer von mir Ihnen zur Diskussion gestellten geschlossenen Theorie, sondern eher mit Elementen für so eine solche. In der Wissenschaft, meine Damen und Herren, geht es immer um zweierlei, um gute Fragen und um gute Antworten. Wenn man gute Fragen hat, besteht die Kunst darin, gute Antworten zu finden. Das ist der sichtbare und manchmal auch spektakuläre Teil der Forschung. Schwieriger ist die Lage dagegen, wenn man noch keine guten Fragen hat. Dann besteht die Kunst darin, gute Fragen erst einmal zu entwickeln. Solche Fragen nämlich,
die sich mit wissenschaftlichen Mitteln dann auch bearbeiten und beantworten lassen. Die Suche nach guten Fragen macht den weniger sichtbaren, aber nicht minder wichtigen Teil der Forschung aus. Vor dem Rätsel, von dem ich heute sprechen will, was Bewusstsein eigentlich ist, wie es in die Welt gekommen ist und was es in einem Universum verloren hat, das wir uns im Übrigen ja weitgehend bewusstlos vorstellen, vor diesem Rätsel hat die Kunst der guten Fragen bisher allerdings weitgehend versagt. Es ist nicht so, dass wir keine Fragen hätten. Sie bedrängen uns nachhaltig, weil sie die Grundlagen unseres Selbstverständnisses berühren. Aber wir haben keine guten Fragen, von guten Antworten ganz zu schweigen. Trotzdem müssen wir uns natürlich immer wieder darüber verständigen, wie gute Fragen und dann da auch gute Antworten möglich sind. Und das will ich auch im Folgenden versuchen. Das Menü, das ich Ihnen zu diesem Unternehmen auftische, hat drei Gänge, die Sie hier sehen können. Im ersten Gang überlege ich, wie man gute Fragen findet. Da geht es um das Rätselbewusstsein. Im zweiten Gang skizziere ich ein Beispiel dafür, wie eine gute Antwort auf diese Fragen vielleicht aussehen könnte. Da geht es um Selbst im Spiegel. Sie werden erst später verstehen, was damit gemeint ist. Und als Nachtisch serviere ich schließlich in einem dritten Gang noch einen philosophischen Kommentar zu dieser Antwort, und zwar einen Kommentar über die Beziehung von Vorstellung und Wirklichkeit. Machen wir uns also zunächst auf die Suche nach guten Fragen. Wieso ist Subjektivität oder Bewusstsein denn überhaupt ein Rätsel? Solange wir über Sterne, Steine und Flüsse reden, wenn es um Viren, um Algen oder Pilze geht, um Farne, Gräser und Bäume, dann glauben wir, dass im Grunde alles, was über diese Dinge überhaupt zu sagen ist, mit den Mitteln von Physik, Chemie und Biologie gesagt werden kann. Das Gleiche mag noch für Quallen, Würmer und Schwämme gelten, aber dann wird es kritisch. Vielleicht noch nicht bei den Insekten, dann aber bei den Wirbeltieren und gewiss bei den Säugern, besonders natürlich bei den Primaten und erst recht bei Homo sapiens. Von diesen Tieren, die ich jetzt zuletzt genannt habe, glauben wir nämlich, dass mit den Mitteln dieser Wissenschaft nicht alles gesagt werden kann, was über sie zu sagen ist. Wir schreiben ihnen nämlich ein darüber hinausgehendes Innenleben zu, abgestuft vielleicht, aber im Prinzip ähnlich und verwandt mit unserem eigenen bewussten Erleben. Subjektivität oder Bewusstsein, was soll man mit dieser neuen Qualität anfangen, die da irgendwo zwischen den Fischen und den Menschen entstanden zu sein scheint? Wie kommt Subjektivität in die Welt? Wozu ist sie gut? Und in welcher Beziehung stehen die psychischen Qualitäten der subjektiven Welt, unsere Empfindungen und Gefühle, zu den physischen Qualitäten der objektiven Welt, die uns aus Physik, Chemie und Biologie vertraut sind? Wie Sie wissen, haben diese Fragen natürlich die abendländische Philosophie seit über 2.500 Jahren in Atem gehalten. Das Rätsel Subjektivität lässt uns nicht los. Und dass das so ist, liegt sicher nicht nur an den Philosophen, die es niemals von ihrer Agenda gestrichen haben, sondern auch an uns selbst. Daran nämlich, dass wir die Systeme sind, die wir in diesem Fall untersuchen und studieren. Dieser Umstand bringt es mit sich, dass wir nicht davon lassen können, uns hin und wieder darüber Gedanken zu machen. Solche Gedanken finden wir in unzähligen Büchern aus den letzten Jahrzehnten, die uns versprechen, das Rätsel zu lösen, wie Bewusstsein aus Gehirntätigkeit hervorgehen kann. In diesen Büchern lesen wir vieles darüber, was die Neurobiologie über Gehirnfunktionen weiß, über Chemie, Physik, Physiologie und komputationale Modellierung neuronaler Aktivitäten auf ganz unterschiedlichen Repräsentationsebenen. Weiteres lesen wir darüber, was die Psychologie über Informationsverarbeitungsprozesse weiß, über funktionale Systemarchitekturen und kognitive Operationen, die auf ihnen arbeiten. Und schließlich finden wir dann auch Mutmaßungen darüber, welche der so beschriebenen Strukturen und Prozesse es denn vielleicht sein könnten, die, wie es dann immer heißt, mit Bewusstsein verbunden sind.
Aber so faszinierend diese Lektüre im Einzelnen auch sein mag, oft bleibt ein schales Gefühl zurück. Man hat nämlich nicht den Eindruck, dass man dadurch wirklich versteht, warum die subjektiven Phänomene so sind, wie sie sind. Denn auch wenn man genau wüsste, worin die physiologischen und psychologischen Korrelate dieser Phänomene bestehen, verstünde man deshalb noch lange nicht, warum sie just diese besondere Qualität der Bewusstheit hervorbringen und nicht irgendeine andere. Und ebenso wenig verstünde man umgekehrt, warum bestimmte physiologische Prozesse diese besondere Qualität hervorbringen, andere dagegen nicht. Was unterscheidet Prozesse, die dieses Potenzial haben, von denen, die es nicht haben? Kaum eine der derzeit angebotenen Theorien über den Zusammenhang zwischen Hirnfunktionen und Bewusstsein hat eine wirklich überzeugende Antwort auf solche Fragen. Was diese Theorien anbieten, sind lediglich statistische Korrelationszusammenhänge, die man natürlich zur Kenntnis nehmen muss, nicht aber inhaltliche Fundierungszusammenhänge, die man dann wirklich verstehen kann und die einem plausibel machen, warum aus diesen Prozessen Bewusstsein hervorgeht. Nun, diese Situation ist unbefriedigend und man kann sich fragen, woran das liegt und was kann man daran machen. Vielleicht liegt es daran, dass der Abstand der Erscheinungen, die wir hier zusammenbringen wollen, zu groß ist, als dass man sie in einem einzigen Brückenschlag zueinander in Beziehung setzen kann. Und vielleicht hätten wir dann eine Chance für eine echte Fundierungserklärung, wenn wir beim Bau der Brücke, die Bewusstsein und Gehirn miteinander verbinden soll, noch einen weiteren Stützpfeiler einziehen. Und zwar einen Pfeiler, der die Repräsentationen charakterisiert, die den Bewusstseinserscheinungen zugrunde liegen. Wir hätten dann das eine unlösbare Rätsel in zwei Teilrätsel aufgespalten, die uns jetzt zu zwei neuen Fragen führen, die wir dann vielleicht leichter beantworten können. Die erste fragt nach der Beziehung zwischen Bewusstsein und Repräsentationen und die zweite fragt danach, wie diese Repräsentationen dann durch Gehirnprozesse realisiert werden. Im Folgenden werde ich mich hauptsächlich auf die erste dieser beiden Fragen konzentrieren, das heißt auf die Frage nach den repräsentationalen Grundlagen von Bewusstseinserscheinungen. Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber erst noch eine weitere Frage klären, die hier notiert ist. Wenn wir über das Rätselbewusstsein sprechen wollen, müssen wir natürlich zuallererst klären, was wir denn überhaupt meinen, wenn wir von Bewusstsein reden. Was genau heißt eigentlich bewusst? Wie sind bewusste Inhalte möglich und worin genau besteht eigentlich Ihr bewusster Charakter? Für die Beantwortung dieser Frage, und das ist eine Schlüsselfrage, so denke ich, erscheint mir eine Idee besonders nützlich, die der Philosoph Franz Brentano im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Brentano spricht von psychischen Akten als den Grundelementen bewussten Erlebens und er erörtert die Natur solcher Akte an einem denkbar einfachen Beispiel. Was geschieht eigentlich, so fragt Brentano, wenn wir einen Ton hören? Was ist es, das den bewussten Charakter dieses Ereignisses ausmacht? Nach Brentano sind in einem solchen Akt stets zwei Inhalte miteinander verwoben, nämlich erstens der Ton, den wir hören, und zweitens die Tatsache, dass wir ihn hören. Der Ton, so sagt Brentano, ist das primäre Objekt des Hörens. Ihn können wir direkt beobachten. Das Hören ist dagegen das sekundäre Objekt und von ihm sagt Brentano, dass es nicht direkt beobachtet werden kann, sondern in einer anderen, impliziten Form zu Bewusstsein gelangt. Ein kurzes Zitat, Brentano. Die Töne, die wir hören, können wir beobachten. Das Hören der Töne können wir nicht beobachten, denn nur im Hören der Töne wird das Hören selbst mit erfasst. Ende Zitat. Soweit Brentano. Will man die Struktur psychischer Akte erschöpfend charakterisieren, muss man allerdings noch einen weiteren Schritt machen,
der bei Immanuel Kant vorgezeichnet ist und auch bei einer Reihe von mittelalterlichen Philosophen, die ihm in diesem Punkt vorausgegangen sind. Wenn nämlich zutrifft, dass im Hören des Tons nicht nur der Ton, sondern implizit auch sein Hören enthalten ist, dann muss auch das Subjekt, das da hört, in dem Akt enthalten sein. Denn ebenso wenig wie ein Ton vorstellbar ist ohne ein Hören, das auf ihn gerichtet ist, ist ein Hören vorstellbar ohne ein Subjekt, das da hört. Bewusste mentale Inhalte sind also, so können wir sagen, dadurch charakterisiert, dass das Mentale selbst, das Subjekt, implizit an ihnen beteiligt ist. So verschieden die Inhalte vieler verschiedener Akte auch sein mögen, es ist immer das gleiche Subjekt, das an ihnen, an den Akten beteiligt ist. Damit haben wir das, worum es geht, so weit eingegrenzt, dass wir jetzt hoffentlich eine gute Frage stellen können. Wenn nämlich zutrifft, dass die Bezogenheit der repräsentierten Inhalte auf ein implizit beteiligtes Subjekt die entscheidende Grundlage für die Ausbildung ihres bewussten Charakters ist, wenn das stimmt, ist damit das Erklärungsproblem, das wir haben, auf die Frage nach der Rolle des Mentalen selbst und seiner impliziten Repräsentation verschoben. Hätte man diese Rolle verstanden, hätte man dann vielleicht auch Chancen auf eine gute Antwort auf die Frage, wie der bewusste mentale Akt, wie der bewusste Charakter mentaler Inhalte zustande kommen kann. Da nämlich die Qualität der Bewusstheit nicht nur dann entsteht, wenn die Bedingung der impliziten Selbstrepräsentation erfüllt ist, sondern auch darin besteht, dass genau diese Bedingung erfüllt ist, hätten wir nicht nur verstanden, unter welchen Bedingungen bewusste Inhalte korrelativ entstehen, sondern auch, warum sie ausgerechnet die Qualität der Bewusstheit annehmen. Wir hätten also dann genau das erreicht, was wir von einer wirklichen Fundierungserklärung erwarten müssen. Reden wir also über das mentale Selbst und seine repräsentationalen Grundlagen. Was sollen wir darunter verstehen? Das ist natürlich eine ziemlich große Frage, die ich hier nur in kleinem Format abhandeln kann und will. Für unseren Zweck mag es ausreichend sein, zwischen zwei klassischen Auffassungen zu unterscheiden, die seit jeher miteinander streiten: Naturalismus und Konstruktivismus. Zur naturalistischen Seite rechne ich solche Konzeptualisierungen von Subjektivität, die das Selbst als ein natürliches Organ des Geistes betrachten. Dieses Organ ist Träger von Subjektivität, von Personalität und auch vielleicht von Individualität. Und ähnlich wie die Organe des Körpers gehört es zur naturgegebenen Grundausstattung des Geistes, die sich in jedem Individuum entfaltet. Das mentale Selbst wäre danach so etwas wie Herz und Leber, ein Organ, das einfach entsteht, ohne dass man danach fragen kann, wie es zustande kommt. Naturalistische Intuitionen solcher Art sind nicht nur für unsere Alltagspsychologie charakteristisch, sondern auch für die Wissenschaft, für psychologische Theorien, ebenso wie für viele philosophische Systeme. Das eigene Selbst wird einfach als eine naturgegebene Grundgegebenheit angenommen. Zur konstruktivistischen Seite, der Gegenseite, rechne ich dagegen solche Positionen, die ganz anders denken. Es sind Positionen, die die Grundlage des mentalen Selbst in Wissensstrukturen sehen, die in sozialen Lernprozessen entstehen. Nach dieser Lesart ist das Selbst ein mentaler Inhalt, wie viele andere auch. Ein Inhalt, der erfahrungsabhängig entsteht und nicht durch einen natürlichen Bauplan vorgegeben ist. Das mentale Selbst gehört danach nicht zur naturgegebenen Grundausstattung des Geistes, sondern es wird erfahrungsabhängig erzeugt. Und seine Entstehung wird damit zum Gegenstand entwicklungspsychologischer Überlegung und Rekonstruktion. Nun, man muss sich allerdings fragen, ob diese beiden Auffassungen, die sich seit Hunderten von Jahren bekriegen, sich gegenseitig ausschließen oder ob nicht auch eine Kombination beider Positionen denkbar ist. Einen solchen Sowohl-als-auch-Ansatz will ich im Folgenden skizzieren. Er geht, wie Sie sehen werden, auf der einen Seite davon aus, dass das Mentale selbst durch Lernprozesse in sozialen Interaktionen erzeugt wird.
Und es fragt auf der anderen Seite zugleich, was für naturgegebene Voraussetzungen dafür erforderlich sind. In seinem Zentrum stehen Prozesse, die ich als Prozesse der sozialen Spiegelung bezeichne. Was soll das heißen und was steckt dahinter? Schon seit jeher ist die Beziehung zwischen Selbst und Spiegel in Kunst und Literatur ein beliebtes Thema, das mit allerlei Mythen und Metaphern befrachtet ist. Ein besonders suggestives Beispiel ist das Selbstporträt im Spiegel. Hier begründet der Spiegel, wie man sehen kann, die Konstitution des eigenen Selbst im Bild und durch das Bild. Denn für den Maler, der sich selbst porträtiert, ist der Spiegel nicht nur nützlich, sondern geradezu unentbehrlich. Ohne Spiegel kein Selbstbildnis, kein Selbstwissen und letztlich in gewisser Weise auch kein Selbst. Nun, auf den ersten Blick scheint der Auftritt des eigenen Selbst im Spiegel nichts weiter als eine schöne Metapher anzubieten, die uns nicht weiterführt. Im Folgenden gehe ich aber der Überlegung nach, dass sich dahinter mehr verbergen könnte. In der Tat lässt sich nämlich die Idee der Formung des eigenen Selbst im Spiegel auch als Leitidee einer Theorie über die Herstellung des mentalen Selbst verstehen. Wie viele von Ihnen wissen werden, hat die Spiegelmetapher seit einiger Zeit auch in die Kognitionswissenschaften Einzug gehalten, wovon Spiegelneuronen und Spiegelsystemen gerade die Rede ist und diese Systeme geradezu einen Hype ausgelöst haben. Allerdings darf man nicht übersehen, dass hier die Spiegelmetapher nicht für Selbstspiegelung steht, wie in diesem Bild hier, sondern für Fremdspiegelung, das heißt für soziale Spiegelung durch andere Personen. Die theoretische Idee, dass das mentale Selbst aus sozialer Spiegelung hervorgehen könnte, ist allerdings deutlich älter. Sie ist nicht erst in jüngster Zeit in den Kognitionswissen entstanden. Zu ihren Vordenkern gehören so unterschiedliche Philosophen wie der Schotte Adam Smith, der Deutsche oder die deutschen Philosophen Hegel und Karl Marx. Später haben Sozialanthropologen wie Charles Horton Cooley und George Herbert Mead ähnliche Ideen ausgearbeitet. So neu die Idee der sozialen Spiegelung also für die Kognitionswissenschaften sein mag, so alt ist sie in politischer Philosophie und theoretischen Sozialwissenschaften. Nun, was aber bedeutet soziale Spiegelung genau? Wie funktioniert sie und wozu ist sie gut? Soziale Spiegelung hat immer zwei Partner. Ein Zielindividuum, das ich hier Z genannt habe, dessen Handlungen gespiegelt werden, und ein Spiegelindividuum S, das diese Handlungen spiegelt. In der elementarsten Form sozialer Spiegelung, die hier illustriert ist, sieht Zielindividuum Z seine eigenen Handlungen durch das Spiegelindividuum S nachgeahmt oder wiederholt. In diesem Fall können wir von reziproker Spiegelung sprechen. In solcher Konstellation agiert S nahezu buchstäblich als ein Spiegel für Z. Trotzdem dürfen wir nicht übersehen, dass solche Spiegelung sich von physischer Spiegelung deutlich unterscheidet. Denn auch wenn S versucht, die Handlungen von Z so perfekt wie möglich zu kopieren, werden die Kopien natürlich immer zeitlich verzögert sein und niemals so perfekt mit der Handlung von Z übereinstimmen, wie normale Spiegelbilder das tun. Deshalb können wir von wirksamer Spiegelung nur dann sprechen, wenn Z tatsächlich in der Lage ist, die Handlungen, die S ausführt, als verzögerte Kopien der eigenen vorausgegangenen Handlungen zu verstehen. Das entscheidende Kennzeichen reziproker Spiegelung ist also das Verständnis der fremden Handlung als Kopie eigener vorausgehender Tätigkeit. Mit einer anderen Form sozialer Spiegelung haben wir es zu tun, wenn Z zusieht, wie seine eigene vorausgehende Handlung von S fortgesetzt und ergänzt statt nachgeahmt wird. In diesem Fall können wir von komplementärer Spiegelung sprechen. Im täglichen Leben begegnet uns ein solches Arrangement zum Beispiel immer dann, wenn Personen arbeitsteilig kooperieren und ein gemeinsames Ziel verfolgen, wenn sie zum Beispiel gemeinsam einen Baum fällen oder eine Suppe kochen. Mit normaler Spiegelung hat das natürlich nicht mehr viel zu tun. Was Komplementäre mit reziproker Spiegelung allerdings gemeinsam hat, ist die Tatsache,
dass die Handlungen von S eng mit vorausgehenden Handlungen von Z verbunden sind und dass diese Verbindung von Z gesehen und verstanden wird. Auch hier ist die Reichweite wirksamer Spiegelung dadurch begrenzt, dass Z in der Lage sein muss, das Verhalten von S als Ergänzung seiner eigenen Tätigkeit zu verstehen. So viel zu der Frage, wie soziale Spiegelung funktioniert. Was aber leistet sie? Wozu ist sie gut? Und was für Probleme kann sie lösen? Soziale Spiegelung, so könnte man sagen, nutzt Fremdwissen, nämlich das, was ich über andere, die ich beobachte, weiß, um Selbstwissen zu generieren. Wissen über das eigene Selbst. Was heißt das? Zunächst steckt dahinter der Gedanke, dass kognitive Systeme von der Natur aus auf die Bereitstellung von Fremdwissen, aber nicht von Selbstwissen angelegt sind. Die Evolution optimiert solche Systeme für die Repräsentation und Regulierung äußerer Ereignisse. Sie repräsentieren äußere Vorgänge, aber sie repräsentieren nicht die inneren Prozesse, die diese Repräsentation bewerkstelligen. Sie kennen gewissermaßen die Welt, aber nicht sich selbst. Fremdwissen ohne Selbstwissen. Nun rechnet zum Fremdwissen höherer sozialer Tiere, zu denen auch Menschen gehören, nicht zuletzt detailliertes Wissen darüber, wie andere Lebewesen, vor allem andere Artgenossen, mit ihrer Umgebung interagieren. Solches Handlungswissen umfasst weit mehr als die bloße Registrierung von Körperbewegungen. Es ist darauf angelegt, die Tätigkeit der anderen als zweckmäßige und zielgerichtete Aktivität mentaler Akteure zu interpretieren, die ihre Umgebung wahrnehmen und verstehen und ihre Handlungen umgebungsgerecht zu steuern. Soziale Spiegelung ist so gesehen ein Trick, der es erlaubt, dieses Fremdwissen auch für die Erzeugung von Selbstwissen zu nutzen. Indem ich nämlich beobachte, wie andere mir spiegeln, was ich tue, kann ich Fremdwissen nutzen, darüber, was ich über andere weiß, um Selbstwissen zu erzeugen, um Wissen über mich selbst zu erzeugen. Dann können andere nämlich, die ich als mentale Akteure verstehe, als Modell für mich selbst dienen. Auf diese Weise erzeugt soziale Spiegelung aus Fremdwissen über andere Selbstwissen über mich selbst. Wissen, dass es ohne diese Prozesse nicht geben könnte. Aber so schön diese theoretischen Ideen auch sein mögen, wie ist es mit ihrer empirischen Realisierung bestellt? Was brauchen wir, damit soziale Spiegelung zustande kommen und wirksam werden kann? Wer einen Hund oder eine Katze hat, unterhält oft spiegelförmige Interaktionen mit seinem Tier, ohne erkennbare Konsequenzen für dessen mentale Architektur. Menschliche Babys scheinen in dieser Hinsicht anders zu sein. Sie scheinen die Praxis der sozialen Spiegelung durch ihre Eltern sehr wohl für die Ausbildung ihrer mentalen Architektur zu nutzen. Was also haben Menschen, das Hunde und Katzen nicht haben? Ein kritischer Unterschied scheint darin zu bestehen, dass Menschen über Spiegelmechanismen verfügen. Spiegelmechanismen sind kognitive Strukturen, die sie in die Lage versetzen, das Potenzial zu nutzen, das von äußerer Spiegelung durch andere Personen ausgeht. Im Prinzip dienen Spiegelmechanismen dazu, fremde und eigene Körper und fremde und eigene Handlungen aufeinander abzubilden. Die Spiegelung wirkt in beide Richtungen. Zum einen regt die Wahrnehmung fremder Handlungen die Ausführung ähnlicher eigener Handlungen an und zum anderen unterstützt die Ausführung eigener Handlungen die Wahrnehmung ähnlicher Fremdhandlungen. Wir wissen inzwischen, dass solche Mechanismen in der Tat in Gehirn und Geist realisiert sind. Dazu gibt es eine umfangreiche Literatur, aber ich will mich hier auf zwei kurze Beispiele konzentrieren. Eins für Körperrepräsentation und ein weiteres für Handlungsrepräsentation. Beispiel 1, autoskopische Phänomene und Spiegelsynästhesien. Der Begriff der autoskopischen Phänomene bezieht sich auf eine Gruppe von ziemlich bizarren Symptomen, die im Kontext verschiedener neurologischer und auch psychiatrischer Krankheiten auftreten können. Das Schlüsselmerkmal autoskopischer Phänomene ist die illusorische Verdopplung des Körpers.
Patienten fühlen oder sehen manchmal außerhalb ihres eigenen Körpers entweder ein Duplikat des Körpers oder einen anderen Körper, der ihrem eigenen sehr ähnlich ist, gewissermaßen einem Doppelgänger. Zum Beispiel sehen sie in autoskopischen Halluzinationen ihr eigenes Gesicht vor sich, wie in einem Spiegel, oder sie sehen eine Person, die sie anschaut und ihre eigenen Handlungen wie in einem Spiegel wiederholt. Die Körperrepräsentation agiert hier wie ein Spiegel. Patienten sehen sich selbst als andere und schauen wie andere auf sich selbst. Ähnliche Schlussfolgerungen legen Spiegelsynästhesien nahe. Darunter versteht man pathologische Fälle, in denen Personen Berührungen und Schmerzen, denen andere in ihrer Umgebung ausgesetzt sind, an ihrem eigenen Körper erleben. Also ich sehe zu, wie jemand Schmerzen erleidet und ich spüre diese Schmerzen an meinem eigenen Körper. Beispiel 2, Handlungswahrnehmungsinferenz. Interferenz, Entschuldigung. Dieser Ausdruck steht für experimentelle Studien, die die Produktion eigener Handlungen mit Wahrnehmung fremder Handlungen verbinden. Ein Beispiel sind Studien, in denen Handlungswahrnehmung auf simultane Handlungsproduktion einwirkt. So konnten wir in unserem Labor in zahlreichen Experimenten zeigen, dass die Ausführung bestimmter Handlungen durch die gleichzeitige Beobachtung ähnlicher Handlungen bei anderen Personen beeinflusst wird. Das Gleiche gilt, wenn man in die umgekehrte Richtung blickt und fragt, wie eigene Handlungsproduktion die Wahrnehmung fremder Handlungen beeinflusst. Auch hier konnten wir zeigen, dass die Ausführung eigener Handlungen die gleichzeitige Wahrnehmung ähnlicher Fremdhandlungen stark verändert. Zusammengenommen weisen diese Beobachtungen auf innere Spiegelmechanismen hin, die die Handlungswahrnehmung und die Handlungsproduktion aufeinander abbilden. Spiegelmechanismen sind also, so können wir sagen, nicht nur eine schöne theoretische Idee, sondern es gibt sie in Wirklichkeit und sie sind in uns eingebaut. Über diese Beispiele hinaus wird die gleiche Schlussfolgerung natürlich durch die wahre Lawine von neurobiologischen Untersuchungen gestützt, die die Entdeckung von Spiegelneuronen vor nunmehr 30 Jahren ausgelöst hat. Für Neurophysiologie und funktionelle Hirnforschung ist es inzwischen selbstverständlich geworden, von Spiegelneuronen und Spiegelsystemen zu sprechen, um kortikale Strukturen zu charakterisieren, die an der Planung und der Ausführung eigener Handlungen ebenso beteiligt sind wie an der Wahrnehmung und Interpretation fremder Handlungen. Spiegelsysteme dieser Art sind gewissermaßen eine Verkörperung der Idee von Spiegelmechanismen. So viel zu den Spiegelmechanismen, die soziale Spiegelung unterstützen. Werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick auf die Praktiken, die sicherstellen, dass das Potenzial dieser Mechanismen auch für den Aufbau des eigenen Selbst genutzt werden kann. Soziale Spiegelung beruht, wie wir gesehen haben, auf reziprokem und komplementärem Handeln von jeweils zwei Individuen. So gründet in den ersten Lebensmonaten die Interaktion zwischen Babys und ihrer sozialen Umgebung fast ausschließlich in körpergebundenen Spiegelspielen. Für Mütter und Väter ist die Praxis des Wiederholens oder Fortsetzens dessen, was Baby gerade tut, weit verbreitet, vermutlich eine menschliche Universalie. Für Babys scheinen diese Spiele von großer Bedeutung zu sein. Sie schaffen nämlich die Grundlage dafür, dass sie sich selbst so wahrnehmen und verstehen können, wie andere sie wahrnehmen und verstehen. Spiegelspiele finden aber auch unter Erwachsenen statt, beispielsweise dann, wenn man spontan seine Arme hinter dem Kopf verschränkt, während man mit einer anderen Person redet, die gerade das Gleiche tut. Solches unwillkürliches Spiegelhandeln reflektiert keine bewusst kultivierten Praktiken, sondern automatische Gewohnheiten. Trotzdem haben diese Gewohnheiten genau die gleichen Konsequenzen wie explizite Praktiken. Sie führen dazu, dass Personen ihr eigenes Tun im Spiegel anderer wahrnehmen. Das ist es also, was Spiegelspiele leisten. Sie liefern uns Selbstwissen durch Fremdwissen. In Spiegelspielen nutzen wir unsere Fähigkeit, das Handeln anderer zu verstehen, um uns selbst zu verstehen. Reguliert werden solche Spiegelspiele oft durch Spiegelpolitik,
die die Bereitschaft regelt, sich auf Spiegelspiele einzulassen. Personen können nämlich sehr selektiv sein in dieser Bereitschaft, vor allem im Hinblick auf die Zielpersonen, mit denen sie sich auf solche Spiele einlassen. Sie mögen beispielsweise willens sein, bestimmte Personen zu spiegeln, andere aber nicht. Sie mögen sich beispielsweise auf Spiegelspiele einlassen mit ihren Kindern, ihren Partnern und Freunden, aber nicht mit Fremden, Alten oder Behinderten. Wie man leicht erkennen kann, sind solche spiegelpolitischen Strategien mächtige Instrumente sozialer Assimilation und Dissimilation. Nun treten wir an dieser Stelle vielleicht einen Schritt zurück für eine Zwischenbilanz. Wo sind wir jetzt? Was haben wir erreicht? Und wohin wollten wir eigentlich? Unser Ausgangspunkt war die Suche nach einer Fundierungstheorie des Bewusstseins, das heißt einer Theorie, die nicht nur Korrelationen liefert, sondern uns Mechanismen an die Hand gibt, die uns verständlich machen, warum das Bewusstsein so ist, wie es ist. Diese Suche hat uns zu den Grundlagen des mentalen Selbst geführt und zu Mechanismen und Praktiken sozialer Spiegelung, die die Entstehung des mentalen Selbst verständlich machen sollen. Dass das eine das andere erklärt, erschließt sich natürlich nur dann, wenn wir uns auf die von Brentano und Kant zurückgehende Bestimmung des bewussten Charakters mentaler Inhalte einlassen, die die implizite Beteiligung des mentalen Selbst an psychischen Akten in den Mittelpunkt der Erklärung von Bewusstsein stellt. Wenn das richtig ist, dann liefert eine Theorie des mentalen Selbst zugleich eine Fundierungstheorie des Bewusstseins. Wer das mentale Selbst erklärt, erklärt das Bewusstsein. Denn der bewusste Charakter mentaler Inhalte besteht genau darin, dass das mentale Selbst an ihnen beteiligt ist. Das ist der erste Punkt unserer Zwischenbilanz. Der zweite Punkt betrifft das Wechselspiel zwischen Natur und Kultur. Die Theorie der sozialen Spiegelung behauptet, dass Subjektivität nicht naturgegeben ist, sondern im sozialen Austausch erzeugt wird. Bei flüchtigem Hinsehen mag es nun so aussehen, als hätten wir uns damit ganz und gar vom Naturalismus verabschiedet und uns auf die Seite des Konstruktivismus geschlagen. Aber der Eindruck täuscht. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass Spiegelpraktiken an Spiegelmechanismen gebunden sind, ohne die sie nicht funktionieren können. Zwar kann das kognitive Potenzial, das den Mechanismen innewohnt, erst durch Praktiken realisiert werden. Aber umgekehrt würden die Praktiken natürlich ins Leere laufen, wenn sie nicht auf entsprechende Mechanismen zurückgreifen könnten. Menschliche Subjektivität entsteht also im Wechselspiel beider Seiten. Im Wechselspiel zwischen Natur und Kultur. Damit, meine Damen und Herren, sind wir fast, aber doch noch nicht ganz am Ende angelangt. Ich hatte Ihnen ja noch einen Nachtisch versprochen und zu dem komme ich jetzt. Noch fehlt uns ein Schlussstein, den wir brauchen, um der Idee, dass Subjektivität durch soziale Spiegelung entsteht, wirklich Stabilität zu verleihen. Wir müssen sie nämlich noch gegen einen Einwand in Schutz nehmen, der sie gefährden könnte. Wenn man nämlich genauer hinsieht oder wenn Sie genauer hingehört haben, so lautet der Einwand, dann erklären Spiegelpraktiken eigentlich nur, wie es kommt, dass Individuen sich als Subjekte verstehen, das heißt, wie sie eine Vorstellung ihrer eigenen Subjektivität aufbauen. Nun ist aber Vorstellung von Subjektivität zunächst einmal nicht dasselbe wie Subjektivität selbst. Könnte es also sein, so muss man erschreckt fragen, dass Subjektivität nichts weiter als eine Vorstellung ist, eine schöne Illusion, die Vorstellung eines mentalen Selbst, die aber mit der Wirklichkeit der zugrunde liegenden Prozesse gar nichts zu tun hat, könnte es also sein, um es auf sehr pointiert zu formulieren, dass wir uns alle für Subjekte halten, ohne dass wir es in irgendeinem Sinne sind? Um eine Antwort auf diese Frage zu geben, lade ich Sie zunächst zu einem kleinen Umweg ein, und zwar zu einem politischen Exkurs, in dessen Zentrum, und das wird Sie jetzt wundern, in dessen Zentrum Frau Merkel steht. Dass hier ausgerechnet, das sollte ich als Nebenbemerkung gerade sagen, dass hier ausgerechnet Frau Merkel ins Spiel kommt, ist kein politisches Bekenntnis, sondern hängt lediglich damit zusammen, dass ich aus einem älteren Vortrag
noch Folien über Frau Merkel hatte, die ich hier wiederverwende. Sie werden gleich verstehen, worum es geht. Lassen Sie sich zunächst mal auf einen Exkurs über Frau Merkel ein. Sie werden dann schon spüren, dass wir auf jeden Fall wieder zurückkommen zu dem Punkt, an dem wir gerade waren. Einige Eigenschaften von Frau Merkel. Frau Merkel hat eine Nase. Das ist eine Eigenschaft, die sie zweifellos hat und man konnte das gerade auf dem Foto sehen. Frau Merkel hat auch eine Lunge. Das war auf dem Foto nicht zu sehen, aber aus allem, was wir über Frau Merkels Leben und Lebenswandel wissen, muss es so sein, dass sie eine Lunge hat. Frau Merkel, eine ganz andere Eigenschaft, ist eine Pfarrerstochter aus der Uckermark. Das haben wir schon öfter gehört und gelesen. Wir wissen das. Frau Merkel ist außerdem, und das wissen wir auch aus der Zeitung, eine Physikerin, eine promovierte Physikerin. Frau Merkel ist verheiratet mit Professor Sauer, der ist relativ unscheinbar, tritt nur selten in Erscheinung, aber ab und zu, vor allem in Bayreuth, ist er einmal im Jahr zu sehen. Und Frau Merkel war außerdem, und das ist jetzt die Eigenschaft, um die es mir jetzt im Folgenden geht, Frau Merkel war außerdem Bundeskanzlerin. Das ist eine Eigenschaft, die sie jetzt nicht mehr hat, aber die sie eine Zeit lang gehabt hat. Und um diese Eigenschaft geht es mir jetzt. Frau Merkel war Bundeskanzlerin. Wieso war sie Bundeskanzlerin? Und in welchem Sinne ist diese Eigenschaft eine Eigenschaft vergleichbar mit der Tatsache, dass sie eine Nase hat? Ist das vergleichbar? Dass sie eine Nase hat, ist Realität. Das haben wir gesehen. Aber ist sie in dem gleichen Sinne, ist Bundeskanzlerin zu sein, auch eine Eigenschaft, die gleichermaßen real ist? Nun, wir müssen zunächst feststellen, die Zuschreibung dieser Eigenschaft stützt sich nicht auf natürliche Tatsachen, wie die Sache mit der Nase etwa oder der Lunge, sondern auf soziale Akte. In dem Fall sind diese sozialen Akte Wahlen und Ernennungen. Es muss erst eine Bundestagswahl geben, in der eine Koalition, die Frau Merkel bilden kann, mehrheitsfähig ist. Dann muss es eine Wahl der Kanzlerin durch den Bundestag geben und schließlich eine Ernennung durch den Bundespräsidenten. Nur wenn diese Dinge ordnungsgemäß abgelaufen sind, kann es sein, dass eine Person wie Frau Merkel dann Bundeskanzlerin wird. Und dann haben wir es zu tun mit Fremdzuschreibung und Selbstzuschreibung. Die äußere Anerkennung als Bundeskanzlerin durch alle anderen, durch uns, auch durch alle Staatsbürger, ging einher mit Selbstzuschreibung. Auch Frau Merkel hat sich diese Rolle angeeignet und hat sie ja ausgefüllt, viele Jahre lang. Bundeskanzlerin zu sein, ist also in gewissem Sinne eine soziale Tatsache. Sie beruht auf Anerkennung und Aneignung und hat deshalb einen anderen Realitätshintergrund als eine natürliche Tatsache, wie eine Nase haben oder eine Lunge haben. Und dann kann man sich fragen, wenn das so ist, wenn es nur Ernennungen und Wahlen sind, die Frau Merkel dazu gemacht haben, war sie dann wirklich Bundeskanzlerin oder war das nur eine von uns allen geteilte Fiktion oder Illusion? Schwierige Frage. Einerseits kann man sagen, nein, sie war nicht wirklich Bundeskanzlerin in dem Sinne, dass ihr mit dem Amt neue Eigenschaften zugewachsen wären. So haben Autoritäten aus früheren Jahrhunderten sich vom Rest der Bevölkerung abgesetzt. Sie haben behauptet, dass blaues Blut in ihren Adern fließt. Sie haben behauptet, dass die Gnade Gottes in besonderer Weise auf ihnen ruht. Oder sie haben dogmatische Unfehlbarkeit für sich in Anspruch genommen. Nichts dergleichen hat Frau Merkel für sich in Anspruch genommen und nichts dergleichen würden wir ihr auch zuschreiben. Andererseits ist sie wirklich Bundeskanzlerin in einem anderen Sinn. Nicht in dem Sinn, dass ihr neue quasi natürliche Eigenschaften zuwachsen, aber mit dem Amt wachsen ihr neue Rechte und Pflichten zu, neue Kompetenzen, wenn Sie so wollen. Sie kann und muss die Richtlinien der Politik bestimmen. Das ist eine Formulierung aus dem Grundgesetz. Das steht so da. Das ist ihre Aufgabe. Und niemand sonst kann das. Sie und ich können das nicht. Und auch sonst niemand aus dem politischen Leben kann das. Sie kann und muss, wenn es nötig ist, das Kabinett umbilden. Und Frau Merkel kann etwas tun, was Sie und ich auch nicht können, nämlich Putin anrufen. Sie und ich können vielleicht die Nummer herauskriegen und diese Nummer wählen, aber er wird nicht abnehmen. Wenn Frau Merkel anruft, kann man sicher sein, dass er abnehmen wird. Nun, Frau Merkel, so können wir als Fazit zusammenfassen, war wirklich Bundeskanzlerin. Ihre Kanzlerschaft war zwar
durch soziale Akte erzeugt, aber sie war keine Illusion, sondern sie war real. Und jetzt merken Sie, dass wir allmählich wieder auf die Thematik zurückkommen, die wir eben verlassen haben. Das Amt verlieh ihr keine neuen Eigenschaften, sondern eröffnete besondere Handlungsspielräume und begründete entsprechende Rechte und Pflichten. Ende des Exkurses über Frau Merkel. Kommen wir jetzt zurück zu dem Schlussstein, der uns noch fehlt. Was können wir von Frau Merkel lernen? Was hat ihre Kanzlerschaft mit unserer Subjektivität zu tun? Nach dem Exkurs über Frau Merkel verstehen wir jetzt, dass im Reich der sozialen Tatsachen Realität stets durch Repräsentation erzeugt wird. Soziale Artefakte sind, und jetzt bediene ich mich der Sprache des Philosophen Jan Hacking, interaktive Kategorien, das heißt Kategorien, deren Gebrauch Realität erzeugt. Geld ist ja nur deshalb Geld, weil wir es alle dafür halten. Frau Merkel war Bundeskanzlerin, weil wir sie alle dafür gehalten haben. Und in genau der gleichen Weise sind Subjekte Subjekte, weil sie sich selbst und alle ihre Mitmenschen alle dafür halten. Wie jedes andere soziale Artefakt und jede andere soziale Institution ist das mentale Selbst keineswegs fiktiv, sondern real und wirksam. Hinzu kommt noch ein spezielles Argument, nämlich dass Subjekte Auto-Artefakte sind, Systeme also, die Repräsentationen von sich selbst, ihrer selbst ausbilden. Bei dem Soziologen Niklas Luhmann können wir nachlesen, dass Repräsentationen, die Systeme von ihrer eigenen Tätigkeit hervorbringen, auf diese Tätigkeit zurückwirken, mit der Folge, dass Selbstrepräsentation Selbstrealität erzeugt. Beide Argumente machen klar, dass Vorstellung Wirklichkeit hervorbringen kann und dass wir dadurch, dass wir uns für Subjekte halten, auch tatsächlich zu Subjekten werden. Deshalb müssen wir die Illusionsvermutung zurückweisen. Nein, das mentale Selbst ist keine Illusion. Auch wenn es sozial verfertigt ist, ist es doch ebenso real und ebenso wirksam wie alle übrigen Natur- und Kulturtatsachen. Subjekte sind zwar sozial konstituiert, aber es gibt sie wirklich. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Prinz, wir danken Ihnen für den Vortrag. Ihre präzise ausformulierten Worte haben unsere Zuhörer so weit gefesselt, dass bisher niemand im Chat eine Frage gestellt hat. Gleichwohl kommen wir jetzt in die Diskussionsphase und ich möchte die Diskussion gleich selbst beginnen mit einer grundlegenden und etwas kritischen Nachfrage. Das Thema war ja Bewusstsein erklären. Muss man nicht bei dem Großphänomen Bewusstsein, das wir aus eigenem Erleben alle kennen, begriffliche Unterscheidungen vornehmen? Mit Bewusstsein meint man doch normalerweise das Erleben des Qualia-Aspekts, das, was die Neurophilosophen phänomenales Bewusstsein nennen. Und das kann sich dann inhaltlich auf unterschiedliche Dinge richten, als Arbeits- oder Objektbewusstsein, als Raum- und Zeitbewusstsein oder als Bewusstsein von der eigenen Person, als Selbstbewusstsein. Und es scheint mir, dass Sie nur über Letzteres geredet haben und vielleicht auch gar nicht über das Erleben des Ganzen, sondern über den Aufbau eines Selbstbildes oder eines Selbstmodells. Würden Sie zustimmen, dass man da begriffliche Unterscheidungen anbringen kann in Bezug auf Bewusstsein? Natürlich muss man ganz viele begriffliche Unterscheidungen, die ich nicht diskutiert habe, in Betracht ziehen. Die Unterscheidung zwischen Qualia und Intentionalität als zwei elementaren Grundlagen von Bewusstseinserscheinungen ist eine alte philosophische Unterscheidung. Und Sie haben völlig richtig beobachtet, dass alles, was ich gesagt habe, über Qualia zunächst nichts ausgesagt hat, sondern ich habe gesprochen, Philosophen würden sagen, wenn überhaupt der Vortrag etwas mit Bewusstsein zu tun gehabt hat, dann war es ein Vortrag über die Grundlagen von Intentionalität. Allerdings in einem Punkt würde ich die Dinge etwas anders akzentuieren wollen, als Sie es getan haben. Ich verstehe Ihren Punkt. Ich habe hauptsächlich über Selbstrepräsentation gesprochen. Aber ich habe nicht über Selbstrepräsentation gesprochen als das Bewusstsein von sich selbst, das ist auch ein Teil davon,
sondern als eine notwendige Voraussetzung dafür, dass intentionale Beziehungen auf irgendwelche anderen Objekte in der Welt überhaupt zustande kommen können. Auch wenn Sie beispielsweise nachdenken über Zeitbewusstsein, dann ist das Bewusstsein von zeitlichen Strukturen und Verhältnissen. Und mein Punkt, mein zentraler Punkt dabei ist, Bewusstsein ist immer dadurch charakterisiert, jede Form von Bewusstsein ist immer dadurch charakterisiert, dass das eigene Selbst in der Repräsentation dessen, was repräsentiert ist, mit anwesend ist. Das ist ein Punkt, der in der Bewusstseinsdiskussion eigentlich nur am Rande diskutiert wird. Er ist von Brentano und vor allem von Kant herausgearbeitet worden und hat hier in meinem Vortrag oder in meiner, sagen wir mal, in dem, was ich eigentlich als Botschaft überbringen wollte, war es nicht so, dass ich fokussieren wollte auf Bewusstsein als Bewusstsein von sich selbst, sondern Selbstbeteiligung, eine Form von Selbstbeteiligung, die ich auch in diesem Vortrag natürlich nicht näher qualifiziert habe, ist die notwendige Voraussetzung für jede Form von Bewusstsein. Das ist die These, die dem Vortrag im Grunde zugrunde liegt, die ich in dieser Form nicht formuliert habe, sondern eher implizit habe einfließen lassen. Ja, ich darf nur alle interessierten Teilnehmer gerne ermuntern, sich zu Wort zu melden oder auch Fragen im Chat zu stellen. Ich würde vielleicht die Diskussion fortführen mit der Frage, Herr Prinz, wie Sie das Verhältnis von subjektiv zu objektiv beschreiben würden. Also man kann ja ausgehend vom Qualia-Erleben sagen, das ist die Privatheit, das ist sozusagen das Subjektive, was jeder nur von sich selbst kennt und in Wirklichkeit aber nicht vom anderen kennt. Man kann aber natürlich die fortschreitenden Forschungsergebnisse, die neuronale Anregungsmuster auszulesen gestatten aus dem Gehirn, so interpretieren, dass damit das jeweilige Erleben ein Stück weit objektiv wird. Es wird ja dann zugänglich für einen Beobachter in der dritten Personenperspektive. Insofern scheint die Unterscheidung zwischen subjektiv und objektiv vom Weg des Zugriffs abzuhängen. Wie würden Sie das abgrenzen? Nein, das dieser Formulierung würde ich so nicht zu. Natürlich ist diese Unterscheidung, die Sie getroffen haben, vom Weg des Zugriffs abhängig. Aber die Erregungsmuster, die Sie abgreifen, aus einer dritten Personenperspektive von einem gerade bewusst nachdenkenden Gehirn, diese Muster, die Sie da abgreifen, sind ja nicht das Erleben, sondern es sind irgendwelche Korrelate des Erlebens. Und wie der Korrelationszusammenhang zwischen dem, was den Erlebnisinhalt ausmacht und dem, was das neuronale Korrelat ausmacht, wie der beschaffen ist, ist völlig ungeklärt und ist dadurch auf diese Weise nicht zu klären. Selbst wenn die Korrelation hundertprozentig ist, bleibt es dabei, dass es sich um kategorial verschiedene Dinge handelt und dass auf diese Weise nur in sehr, natürlich sind das hochinteressante Forschungsergebnisse, die will ich nicht in Frage stellen. Ja. Nur, ich glaube nicht, dass das eine angemessene Form ist, zu erklären und verständlich zu machen, wie bewusste Erlebnisinhalte überhaupt zustande kommen können. Ja. Natürlich ist es, ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Fink, dass in dem ganzen Feld Bewusstseinsforschung es ganz viele Fragen gibt, und Sie haben jetzt zwei von diesen Fragen angesprochen, die ich überhaupt nicht angesprochen habe. Das ist gar keine Frage. Also insofern habe ich nicht universell und spreche ich auch in dem Buch, auf das sich diese Dinge ja beziehen, nicht universell vom Bewusstsein, sondern der Schwerpunkt dessen, wovon ich rede, liegt nicht auf der Erklärung von Qualia, sondern auf der Erklärung von intentionalen Beziehungen. Und für die Erklärung von intentionalen Beziehungen braucht man immer drei Dinge. Man braucht das Objekt, auf das sich eine intentionale Beziehung richtet. Ich glaube, dass etwas der Fall ist oder ich sehe, dass etwas der Fall ist. Man braucht eine Repräsentation der intentionalen Beziehung zwischen mir und dem Objekt, nämlich ich glaube, dass das der Fall ist. Und man braucht schließlich ein Subjekt. Und diese Struktur näher zu elaborieren, das ist das eigentliche Ziel dessen, was ich mir für diesen Vortrag vorgenommen habe. Über Qualia und die Grundlage
dessen, warum rot rot oder die Antwort auf die Frage dessen, warum rot rot ist oder warum ein hoher Ton anders klingt als ein tiefer Ton. Darüber habe ich nichts gesagt und darüber hat diese Theorie, so wie ich sie bisher ausgearbeitet habe, hat darüber auch nichts zu sagen. Ja, vielen Dank. Das ist nochmal eine wichtige Klarstellung. Wir haben unterdessen eine Nachfrage im Chat, die sich auf die naturalistische Verankerung und die Körperlichkeit der entsprechenden Mechanismen bezieht. Und die lese ich vielleicht einfach mal vor von Rudolf Kasparek. Spiegelung ist eine naturalistische Tätigkeit, schreibt er. In welchem Verhältnis steht Bewusstsein zum Unbewusstsein, also zum Unbewussten? Und dann kommt ein Zitat. Nur ein mit einem fühlenden, wahrnehmenden und beweglichen Körper verbundenes Gehirn ist in der Lage, als zentrales Vermittlungsorgan für psychische Prozesse zu dienen. Denn nur durch die fortlaufenden Interaktionen von Gehirn, Körper und Umwelt entstehen und stabilisieren sich die Formen bewussten Erlebens. Personalität ist insofern eine Manifestation des Lebensprozesses eines menschlichen Organismus und damit verkörpert in den Fähigkeiten und Tätigkeiten des Leibes. Ein Zitat von Thomas Koch. Und der Fragesteller fragt jetzt, stimmen Sie dem zu? Nein, dem würde ich nicht zustimmen. Mein Hund hat auch einen Leib, aber ich würde meinem Hund nicht die gleiche Art von bewusstem Erleben zuschreiben. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Am Anfang war noch ein anderer Punkt, an dem ich jetzt zunächst gedanklich hängen geblieben war. Es ging da um Spiegelung als eine naturalistische Metapher. Das ist sicher richtig. Spiegelung ist zunächst ein naturalistischer Prozess, der auch, und ich verwende ihn hier natürlich als eine metaphorische Bezeichnung für eine bestimmte Art von sozialer Interaktion. Das ist ja das, was gemeint ist. Und ich glaube nicht, also in dem, was Herr Koch in dieser Formulierung zum Ausdruck bringen will, klingt ja durch, dass Bewusstsein so etwas sein könnte wie eine emergente Eigenschaft von Systemen, die mit Sinnesorganen und Effektoren ausgestattet sind. Das glaube ich überhaupt nicht, denn mit Sinnesorganen und Effektoren ausgestattet sind seit der kambrischen Explosion vor 550 Millionen Jahren alle Organismen, alle tierischen Organismen, die auf der Welt leben. Und ich glaube überhaupt nicht, dass auch nur ein nennenswerter Teil von diesen Lebewesen ausgestattet ist. Also insofern würde meine Perspektive auf diese Grundsatzfragen eine ganz andere sein. Kann man das so zusammenfassen, dass die naturalistische Verankerung der Mechanismen für das, was Sie rekonstruieren, notwendig ist, aber nicht hinreichend? Das wäre eine sehr präzise Formulierung, die ich mir gerne notieren würde. Ja. So ist es, ja. Schön. Vielleicht meine grundlegende Frage zur allgemeinen Psychologie. Wenn man sich solche Mechanismen anschaut, die materiell realisiert sind, dann könnte man ja aus einer methodischen Vorsicht heraus in der Psychologie sagen, lasst uns nur das sichtbare Verhalten zum Gegenstand von Erklärungen machen. Das wäre der Zugang des Behaviorismus. Wie stehen Sie zum Behaviorismus? Ich glaube, dass die Psychologie natürlich nach wie vor eine Verhaltenswissenschaft ist. Sie ist eine, wobei allerdings sprachliches Verhalten, das Erleben reflektiert, mit einbezogen ist. Das ist immer, das ist die eigentliche Schwierigkeit liegt an dieser speziellen Stelle. Psychologie ist natürlich im Unterschied zur Hirnforschung eine Disziplin, die sich eigentlich nicht mit der Frage zentral beschäftigt, für die Frage nicht zentral ist, wie das Gehirn all die Leistungen realisiert, die es realisiert, sondern Psychologie ist von der Idee her, ursprünglich wurde sie ja mal als Bewusstseinslehre erfunden, aber hat sich dann gewandelt zu einer Erlebens- und Verhaltenswissenschaft, so versteht sie sich heute überwiegend. Und das bedeutet, dass die Psychologie zunächst theoretische und die Psychologie, ich fange mal anders an, die Psychologie ist unterwegs nach theoretischen Erklärungen, die noch nicht hirnbasierte Erklärungen sind, sondern in einer Sprache, in einer repräsentationalen oder komputationalen Sprache abgefasst sind, in der versucht wird,
Mechanismen, die dem Verhalten zugrunde liegen, so zu beschreiben und so zu konstruieren und rekonstruieren, dass sie verständlich machen, warum das Verhalten so funktioniert, wie es funktioniert. Ein nächster Schritt, das ist das, was ich in meinem Vortrag bezeichnet habe als die repräsentationale Zwischenstufe. Ein nächster Schritt ist natürlich dann der, und das tut die Psychologie heute und sie tut auch gut daran, das zu machen, sich gleichzeitig zu fragen, in welcher Form diese repräsentationalen Mechanismen im Gehirn verankert sind und durch das Gehirn realisiert sind. Das sind nämlich dann konvergierende Forschungsoperationen. Die Hirnforschung versucht zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Die Psychologie versucht Mechanismen zur Erklärung des Verhaltens zu konstruieren. Und diese beiden Disziplinen kommen, glaube ich, in absehbarer Zeit immer näher zueinander. Insofern würde ich heute die Unterscheidung zwischen Psychologie und Hirnforschung nicht mehr so scharf nehmen, wie ich sie noch vor 20 Jahren genommen hätte. Aber zurück zu Ihrer Frage, was ich vom Behaviorismus halte. Der Behaviorismus ist nach wie vor in methodischer Hinsicht wenn Sie so wollen, die Art und Weise, wie Psychologie funktioniert. Psychologie behandelt in methodischer Hinsicht Dinge, die öffentlich zugänglich sind. Das heißt, das Verhalten anderer Menschen, die Art, wie sie darüber reden und auch die Art, wie sie ihre Bewusstseinserscheinungen sprachlich zum Ausdruck bringen. Nur in theoretischer Hinsicht ist die Psychologie natürlich keine behavioristische Wissenschaft, denn die klassischen behavioristischen Positionen haben ja verlangt, dass über die Beschreibung, dass Theorie nicht wesentlich über die Beschreibung von Verhalten hinausgeht. Das ist eine Position, die ich für völlig unfruchtbar halten würde. Also in methodischer Hinsicht ja, gibt es immer noch starke behavioristische Elemente in der Psychologie und das, glaube ich, definiert sie auch. In theoretischer Hinsicht nein, da ist sie eine Wissenschaft, die nach theoretischen Konstruktionen sucht, die weit über das Verhalten hinausgehen und Verhalten erklären. Und da ist sie natürlich an einer Stelle, wo sie an der Hirnforschung nahe dran ist. Dankeschön. Wir haben unterdessen im Chat nochmal einen anderen Versuch, eine Brücke zu bauen zwischen Psychologie und den materiellen Konfigurationen in der Welt von Michael Schmidt-Salomon. Der schreibt, volle Zustimmung zum Vortrag. Frage, könnte man die Feststellung, dass Subjekte wirklich existieren, nicht auch darüber stützen, dass die innere Repräsentation des Selbst messbare Wirkungen in der Welt erzeugt? Schließlich müssen wir uns selbst und die anderen als Akteure in einem virtuellen Theaterstück auftreten lassen, um langfristig planen zu können. Wer über keine Repräsentation seiner selbst und der anderen verfügt, ist dazu nicht in der Lage. Könnten Sie dieser Sichtweise? Ja, natürlich. Natürlich, das ist eine Sichtweise, die ich voll teilen würde. Und das ist eine Implikation der Überlegung, ob das eigene Selbst, wenn es dann sozial konstruiert wäre, nur ein Selbstbild ist oder also nur eine Repräsentation oder eine Repräsentation, die wirksam ist. Es ist, glaube ich, so, dass in der sozialen Konstruktion Repräsentation und Wirklichkeit eben zusammenfallen. Das ist das, was ich mit diesen Überlegungen zum Schluss habe deutlich machen wollen. Und das bedeutet natürlich unter anderem, und die Rede vom realen Subjekt bedeutet natürlich unter anderem, Subjekte sind dann auch, ich formuliere es jetzt mal sehr scharf, auch kausale Ursachen von Dingen, die außerhalb der Subjekte stattfinden. Meine Entscheidung, etwas Bestimmtes zu tun, ist dann die Ursache meiner Handlung, wie immer vermittelt natürlich über den Körper, der sowohl auf der Wahrnehmungsseite als auch auf der Handlungsseite, ohne den das alles nicht geht. Aber meine subjektiven Erfahrungen sind die kausale Ursache für meine Handlungen und meine Handlungen sind die kausale Ursache für einiges von dem, was in der Realität außerhalb von mir dann geschieht. Das ist der eigentliche Punkt, das ist, wenn Sie so wollen, der philosophischer Punkt, der hinter der ganzen Geschichte steht. Mhm. Ich würde deshalb der Formulierung des Diskutanten voll zustimmen. Ja, apropos Ursache, könnte man denn sagen, die soziale Spiegelung, die Sie uns erläutert haben,
liefert eine Funktionalerklärung. Das ist vielleicht gar nicht in erster Linie eine Kausalerklärung, sondern es ist eine Funktionalerklärung, nämlich über die soziale Funktion sozusagen des Hin- und Herspiegels wird die Rolle erklärt und damit auch definiert. Also ich würde es gerne so verstanden wissen, dass es beides ist. Es ist natürlich eine Funktionalerklärung, weil in der Erklärung des gesamten, der gesamten Interaktion, die da stattfindet, die Funktionen eine zentrale Rolle spielen. Aber, und deshalb war es mir auch so wichtig, darauf hinzuweisen, dass es diese Systeme, diese Spiegelmechanismen tatsächlich gibt, dass wir Evidenz dafür haben, dass sie tatsächlich in uns eingebaut sind. Weil sie in uns eingebaut sind, können sie auch kausal wirksam werden. Also sie sind mehr als eine Funktionalerklärung. Sie sind eine Funktionalerklärung, aber wollen auch jedenfalls eine starke Verbindung zu einer zu kausal wirksamen Mechanismen aufbauen. Ja. Okay, da könnten also die Wissenschaftstheoretiker anknüpfen und das nochmal aufdröseln. Im Chat ist das Stichwort Evolution gefallen und in der Tat sind wir Menschen ja Evolutionsprodukte. Möchten Sie Aussagen dazu machen, wie die soziale Spiegelung in der Evolution zustande kam? Sie hatten im Vortrag so eine Formulierung, irgendwie zwischen den Fischen und den Menschen muss es wohl passiert sein. Kann man da Näheres sagen? Ich weiß es nicht. Meine Vermutung ist, dass... Also ich habe keine Evidenz, ich will es mal so sagen. Ich habe nur Vermutungen. Und meine Vermutung ist, dass wenn etwas dran ist an den Überlegungen, dass dass bestimmte Formen von sozialer Interaktion notwendig sind, damit solche Spiegelprozesse in Gang kommen, dann würde ich das für Dinge halten, die relativ spät in der Evolution entstanden sind. Und ich würde es auch nicht ausschließen, dass Bewusstsein etwas ist, das nur bei Menschen in der Form von intentionalen Beziehungen aufgebaut werden kann. Mit den Qualia mag das unter Umständen eine andere Sache sein. Wie gesagt, alles, was ich zu sagen habe über diese Fragen, berührt noch nicht, ich habe das noch nicht ausgearbeitet, noch nicht die Frage der Qualia. Meine Spekulation wäre, Bewusstsein ist eine Entwicklung, und Bewusstsein und Subjektivität sind Entwicklungen, die in der Evolution erst relativ spät aufgetreten sind. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie erst bei Menschen aufgetreten sind. Ja, es gibt dazu einen nachfassenden Gedanken im Chat, nämlich die soziale Spiegelung setzt klarerweise ein soziales Gegenüber voraus. Und gefragt wird dann, wie ist das denn bei Organismen, die als Einzelgänger leben, zum Beispiel Oktopusse? Haben diese demnach kein Bewusstsein, weil ja dann dieser Mechanismus der sozialen Spiegelung nicht wirksam werden kann. Ja, also Lebewesen, die wirklich ohne sozialen Kontext leben, könnten nach dieser Überlegung kein Bewusstsein entwickeln. Und auch, das führt übrigens zu einem anderen Punkt, auch wenn wir im menschlichen Bereich bleiben. Wenn man sich vorstellt, eine Kaspar-Hauser-Szenario, also ein Mensch wächst auf ohne Interaktion und Austausch mit anderen Menschen, würde das zu der gleichen Vorhersage führen, dass diese Menschen kein Bewusstsein in der Form, wie wir es kennen, entwickeln können. Das berührt die Frage, man kann von da eine Brücke schlagen zu einer benachbarten Frage, nämlich, gibt es denn für die Bedeutung von sozialer Spiegelung, auf die ich ja so viel Wert lege, gibt es dafür empirische Evidenz aus dem Humanbereich? Danach habe ich natürlich intensiv gesucht und das Problem ist, dass es kaum etwas gibt, auf das man sich verlassen kann. Was man eigentlich brauchen würde, sind Studien, die man aus ganz offensichtlichen Gründen niemals wird machen können und auch nicht wird machen wollen. Man müsste Studien haben, in denen man den Grad der sozialen Spiegelung systematisch im Kleinkindalter variiert. Dass man also Kleinkindern soziale Spiegelung entzieht. Aber daraus wird schon klar, das sind Studien, die man nicht machen kann. Kleinkindern systematisch entzieht und dann erwarten müsste, dass ihre mentale Organisation ganz anders sich entwickelt und dass sie ein mentales Selbst, so wie wir es kennen, nicht aufbauen können. Es gibt
ich habe in der Literatur eine einzige Annäherung an eine solche Situation gefunden. Natürlich nicht in Experimenten, in denen das systematisch gemacht wird, sondern wenn man die soziale Entwicklung von Kindern beobachtet, die blind geboren sind, dann ist ja klar, das sind Kinder, denen ein großer Teil, nicht alles, ein großer Teil an Interaktionsmöglichkeiten, die für soziale Spiegelung natürlich erforderlich sind oder an sensorischen Interaktionsmöglichkeiten, einfach abgeht. Diese Kinder sehen nicht die Personen, mit denen sie interagieren können. Und bei diesen Kindern ist es so, dass ihre soziale und ihre kognitive Entwicklung sowieso, aber auch ihre soziale und Persönlichkeitsentwicklung, der Aufbau ihrer Personalität extrem stark verzögert ist und oft auch extrem weit zurückbleibt, auch im Erwachsenenalter. Aber die Literatur, die es dazu gibt, ist natürlich so, ja, inconclusive, würden die Amerikaner sagen. Also lässt so viele Interpretationen offen, dass ich jetzt nicht sagen würde, dies ist ein Beleg dafür, dass an der ganzen Idee was dran ist. Nur in diese Richtung müssten die Untersuchungen gehen. Und weil es so schwierig ist und weil es praktisch unmöglich ist, Untersuchungen dieser Art ernsthaft zu planen, jedenfalls mit Menschen, ist es auch so schwierig für eine Theorie wie die, die ich skizziert habe, empirische Unterstützung zu finden. Denn das ist ja ich bin ja eigentlich experimenteller Psychologe und würde gerne alles, was ich mache, mit Experimenten belegen. Aber zu dem, was diese Theorie an Implikationen mit sich bringt, ist mir bisher nicht sehr viel eingefallen. Ja, und wird also es wohl auch prinzipiell nicht sehr viel geben können. Ja, die vorsätzliche soziale Deprivation von Kleinkindern wird natürlich keine Ethikkommission genehmigen. Nein. Und zu Recht nicht. Ja. Es gibt noch den Gedanken, der das ein Stück weit fortführt, von Herrn Kasparek. Könnte man denn Soziopathie als Mangel an Spiegelungsfähigkeit begreifen? Oder wird sie darin ihre Ursache finden? Das könnte sein, aber ich glaube, also ich würde ungern die Spiegelmetapher so weit ausdehnen, dass ich sie jetzt für alle möglichen auch psychiatrischen Diagnosen in Anspruch nehmen würde. Natürlich ist es naheliegend, bei einer Reihe von Leuten, die Probleme haben, in angemessener Weise mit ihrer sozialen Umgebung umzugehen, da gibt es ja verschiedene psychiatrische Diagnosen, die Frage zu stellen, ob vielleicht Probleme bestehen oder bestanden haben im Aufbau eines mentalen, selbst durch ordnungsgemäß ablaufende Spiegelprozesse. Das ist naheliegend, aber ich möchte eigentlich der Verführung eher zunächst einmal widerstehen. Erstens verstehe ich selbst zu wenig von diesen Psychopathologien und zweitens würde ich auch ganz gerne die Idee der sozialen Spiegelung zunächst einmal begrenzen auf diesen Bereich, den ich charakterisiert habe, und der scheint mir vor allem besonders wichtig im sehr frühkindlichen Bereich. Und dazu gibt es noch relativ wenig systematische Forschung. Da ist noch genug zu tun. Ja, so schön langsam sollten wir dann zu Ende kommen, aber es gibt noch zwei Beiträge aus dem Chat, der jetzt doch etwas Fahrt aufgenommen hat. Wir sind mit der Zoom-Sitzung ja bundesweit abrufbar. Es gibt eine Stellungnahme der Seniorenakademie aus Lübeck. Da schreibt jemand, mir hilft die Unterscheidung zwischen Ich-Bewusstsein und Selbstbewusstsein weiter. Das Ich ist hier auf die eigene Körperlichkeit ausgerichtet, ist von Lebensbeginn an präsent. Das Selbst entwickelt der Mensch erst nach circa 2 Jahren als Konzept aus, das maßgeblich von den Zuschreibungen der anderen abhängig ist. Das heißt, ich gucke mir vom anderen, an dem ich allmählich ein mentalisierungsfähiges Selbst erkenne, Theory of Mind. Und wenn der andere eine Bewusstheit seiner selbst hat, dann könnte ich auch ein Selbst entwickeln. Das heißt, ich sehe die soziale Spiegelung als unerlässlich an, aber in der Reihenfolge erst der andere, dann ich. Das ist ja nun eigentlich ganz ähnlich wie das Konzept, das Sie vorgestellt hatten. Aber würden Sie bei der Unterscheidung zwischen Ich-Bewusstsein und Selbstbewusstsein mitgehen? Ja, natürlich. Also was man braucht, ist eine Unterscheidung zwischen einer Repräsentation des körperlichen Selbst. Und das war in diesem Beitrag jetzt als Ich-Bewusstsein charakterisiert. Und
einer Repräsentation des mentalen Selbst, des geistigen, des kognitiven Selbst. Und das war hier als Selbstrepräsentation angesprochen. Es gibt in diesem Feld so viele unterschiedliche Terminologien, dass das sehr verwirrend ist. Dass diese Unterscheidung notwendig ist, die da angeboten wurde, das ist völlig klar. Ich habe sie, glaube ich, einmal erwähnt in dem Vortrag, aber bin nicht darauf eingegangen. Das mentale Selbst, über das ich hauptsächlich geredet habe, und das, was jetzt in diesem Beitrag als Selbstrepräsentation bezeichnet wurde, das mentale Selbst entsteht natürlich auf eine andere Weise als das körperliche Selbst. Die körperliche Selbstrepräsentation würde ich eher naturalistisch erklären. Dazu braucht man die konstruktivistischen Lernprozesse nur in eingeschränktem Umfang. Ja, ja, ich halte das für eine wichtige Ergänzung. Ja. Mhm. Ja, die vorletzte Frage kommt von Michael Schmidt-Salomon, der als evolutionärer Humanist natürlich nochmal auf die Evolution zu sprechen kommt und schreibt, sollten wir nicht davon ausgehen, dass sich das Bewusstsein in der Evolution ebenso graduell entwickelt hat wie andere Eigenschaften lebendiger Organismen? Spätestens mit der Entwicklung von Säugetieren scheint es Qualia der Wahrnehmung zu geben, spätestens mit den großen Menschenaffen Kultur und Formen von Selbstbewusstsein. Also ein Plädoyer für das Graduelle. Das kann so sein, aber es kann auch nicht so sein. Es gibt, glaube ich, keine empirische Verankerung für die eine oder die andere Lesart. Ich sehe sie nicht. Okay. Ja, dann von mir eine Abschlussfrage. Worauf bauen Sie denn in der Zukunft? Sie haben ja jetzt in diesem schönen Suhrkamp-Büchlein Bewusstsein erklären unterschiedliche Aspekte zusammengetragen. Was ist aus Ihrer Sicht offen? Wohin sollte die Reise der Forschung in diesem Bereich in den nächsten, ja, 3 bis 5 Jahren gehen? Ich sehe zwei Punkte, die an mir nagen, wenn Sie so wollen. Der eine Punkt ist der, den Sie am Anfang angesprochen haben, Qualia. Alles, was ich bisher überlegt habe und alles, was sich auch in dem Buch findet, redet nicht über Qualia. Das ist ein ausgeklammertes Thema. Und ich bin mir nicht darüber im Klaren, immer noch nicht darüber im Klaren, ob Qualia zu erklären überhaupt ein vernünftiges wissenschaftliches Projekt ist und was es bedeuten würde, die Qualität von Qualia zu erklären. Und da wollen wir das wirklich tun? Wollen wir zum Beispiel, um jetzt in eine andere Disziplin zu springen, nehmen wir nicht bestimmte Dinge einfach als gegebene Grundtatsachen hin? Nehmen wir nicht hin, dass es Quantensprünge gibt? Nehmen wir nicht hin, dass es Quantenfelder vielleicht gibt? Ohne uns zu fragen, wie man deren Aufbau wieder erklären kann. Also es gibt bestimmte, und ich bin mir nicht sicher, ob es ein fruchtbares Unternehmen ist, Qualia zu erklären. Das ist das eine Problem, an dem ich noch weiter arbeite. Natürlich nur, an diesem Problem kann man gewiss nicht mit empirischen Methoden weiterarbeiten, sondern es ist ein konzeptuelles Problem. Das andere Problem ist eins, das im Vortrag zum Schluss vorkam, nämlich die Beziehung zwischen Repräsentation und Realität noch etwas genauer und etwas schärfer aufzuklären, als mir das bisher gelungen ist. Der entscheidende Punkt ist der, dass Repräsentationen und Realität von uns normalerweise als zwei getrennte Dinge aufgefasst werden. Repräsentationen können wir haben über Ausschnitte der Realität, aber Repräsentationen sind nicht Realität. Im Fall der Selbstrepräsentation ist das aber offenbar anders. Und dieses Anderssein dieses Falles würde ich gerne noch genauer verstehen, als ich es bisher verstanden habe. Das ist ein zweites Feld, auf dem ich noch arbeite. Aber ob auf diesem Feld noch etwas produziert werden kann von mir, das ist eine ganz andere Frage. Vielen Dank. Ja, jede Erklärung hat Voraussetzungen. Jede Erklärung muss irgendwo beginnen und jeder Vortrag und jede Diskussion muss irgendwo enden. Und die heutige Diskussion endet jetzt mit einem herzlichen Dank an alle Teilnehmer und natürlich mit einem besonderen Dank an Sie, Herr Prinz, für Ihre Ausführungen und dass Sie sich den vielfältigen Fragen gestellt haben.
Das Schlusswort übernehme ich aus dem Chat. Es lautet: Körper und Geist gehören zusammen.